Herzlich willkommen zum Farmersoft 30 Minuten Webinar Praxisbeispiel Digitalisierung und Prozessgestaltung. Mein Name ist Isabel Stingel und ich freue mich, Sie heute als Moderatorin online begrüßen zu dürfen. Im heutigen Webinar dreht sich alles um Prozesse in Unternehmen, digitale Zusammenarbeit und dann besonders darum, wie Sie dadurch die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens verbessern können. Im ersten Teil des Webinars wird unsere Gastreferentin Daniela Scheer Ihnen am Praxisbeispiel Bundesamt für Justiz einen möglichen Weg von der Strategie über das Vorgehensmodell zur gezielten und erfolgreichen Umsetzung digitaler Prozesse auf Basis aktuell verfügbarer Technologie präsentieren. Im zweiten Teil des Webinars illustriert Clemens Berger an Kundenbeispielen, wie neue Technologien als Enabler für radikal erneute Prozesse und Wertschöpfungsketten die Wettbewerbsposition von Unternehmen verstärken können. Falls Sie während der Präsentation Fragen haben, bitte ich Sie, diese im Chatfenster rechts am Bildschirm einzutragen. Wir werden diese dann im Anschluss an die Präsentation beantworten. Nun übergebe ich das Wort und den Bildschirm an Frau Scheer. Besten Dank. Jetzt sollten Sie eigentlich meinen Bildschirm sehen können. Mein Name ist Daniela Scheer und ich arbeite als Adjunktin des Vizedirektors im Bundesamt für Justiz. Und in meiner Funktion bin ich verantwortlich für Querschnittsprojekte im Amt, insbesondere im Bereich Wissensmanagement, Prozesse und Organisation. Und gerne gebe ich heute einen kurzen Einblick in unsere Vorgehensstrategie bei der Einführung eines Geschäftsverwaltungssystems, hier auch GEWIR genannt. Im Dezember 2006 hat der Bundesrat entschieden, dass GEWIR für die gesamte Bundesverwaltung eingeführt werden soll und bis Ende 2011 die Departemente ausschließlich in elektronischer Form kommunizieren sollen. Das kann man auf zwei Arten umsetzen. Einerseits der obere Weg hier in der Grafik. Man nutzt GEWIR als teure Dokumentenablage und macht einen Single Point of Entry, das heißt irgendein PC in der Registratur, dort werden die Geschäfte, die elektronisch eintreffen, dann ausgedruckt und wie bisher in Papierform dann im Amt weiter bearbeitet. Oder man setzt auf elektronische Prozesse, setzt die amtsweit um, das ist der untere Weg mit den Aktivitäten und nutzt die Infrastruktur, wie sie vorgesehen ist. Im Bundesamt für Justiz hatten wir damals das Originaldossier noch in Papierform und die elektronischen Versionen in unzähligen Versionen auf den Laufwerken. Und ebenfalls hatte jede Abteilung abweichende Prozesse bei der Bearbeitung, also teilweise auch personenabhängige Prozessschritte und Ausnahmen innerhalb von einzelnen Fachbereichen. Die Hauptaufgabe der Registratur war es damals, Geschäften nachzurennen. Wir haben viele termingebundene Geschäfte und meistens endete das in einem Telefonmarathon, wo man versucht hat herauszufinden, wo sich das Geschäft befindet aktuell und hat es dann irgendwo in einem Kuriereingangsfach gefunden, wo es liegen geblieben ist, weil die Person ferienabwesend ist oder an einer Sitzung war und das nicht gesehen hat. Also unsere Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie wollen wir jetzt diesen Auftrag umsetzen? Zwischen diesen zwei Varianten gibt es natürlich unzählige Zwischenversionen. Idealerweise schaut man dazu erstmal, ob es auf übergeordneter Stufe dazu Vorgaben gibt. Wie Sie sehen können, gab es zum Projektstart im 2010 noch nichts dazu. Und die letzte Änderung war 2012, also es war noch kein Thema, dass es absehbar war, dass diese Strategie dann eintrifft rechtzeitig. Wir mussten oder konnten oder durften also selber entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Das hat auch Vorteile. Wir konnten so recht frei entscheiden, wie wir einführen wollen und wie weit diese Strategie gehen soll, hatten aber auch das Risiko, dass allenfalls während der Umsetzung dann doch noch Vorgaben erlassen werden könnten. Was haben wir nun dazu definiert? Der Direktor hat damals entschieden, dass wir eine Alles- oder Nichts-Strategie fahren wollten. Nichts kam dann für uns schnell nicht mehr in Frage, weil die Investition für ein GEWIR-System einfach viel zu hoch ist, als dass man das nur als Ablage braucht oder als Single Point of Entry. Wir wollten also die Alles-Strategie fahren, also nicht nur die Dokumentenbearbeitung im System, sondern auch die Geschäftskontrolle, die Kontrolle über den Bearbeitungsstand und aber auch über Fristen in GEWIR führen. Die Bearbeitung soll über einen Prozess laufen. Wir wollten Standard, aber auch Ad-Hoc-Prozesse, das heißt Prozesse auch anpassbar haben im Prozessverlauf. Und
Zwischen diesem Alles oder Nichts, wie gesagt, gibt es viele Variationen. Einige führen einen Parallelprozess, also Dossiers in Papierform und in elektronischer Form. Das verursacht aber vor allem mehr Kosten und man hat das Risiko, dass man weder elektronisch noch in Papierform ein vollständiges Dossier hat. Für das Projektteam war damals sehr schnell klar, dass die Prozesse die Enabler sind für eine funktionierende Geschäftsablage. Also nicht zuerst Ablage machen und dann Prozesse einführen wollen, sondern über Prozesse schon sicherstellen, dass die Dokumente am korrekten Ort abgelegt werden. Das war eigentlich auch das Ziel, dass wir genügend Anreiz schaffen wollten, die Dokumente schon in Giver zu erzeugen und nicht außerhalb zu erzeugen und dann abzulegen, weil wir sonst uns auf eine Ablagedisziplin verlassen müssen, die man nie erreichen wird. Wir sehen es auch bei den Mails, die außerhalb von Giver laufen, die werden oftmals dann nicht rechtzeitig oder nicht komplett in Giver abgelegt. Was haben wir auch noch entschieden? Drucken bleibt erlaubt. Es tönt jetzt vielleicht recht einfach, aber das war bei uns ein wichtiger Faktor. Wenn Sie ein Gesetz revidieren müssten und das nur elektronisch bearbeiten können, können Sie nicht sicherstellen, dass die Qualität erhalten bleibt oder gleich gut bleibt wie vorher. Also wir wollten kein papierloses Büro, aber wir wollten, dass die Genehmigung nur noch über Giver läuft. Also unser Direktor hat keine Geschäfte mehr in Papierform unterschrieben oder freigegeben. Wir haben alle handschriftlichen Visa abgeschafft. Wir unterschreiben nur, was rechtlich vorgegeben ist, dass eine Unterschrift nötig ist. Und sonst alles andere, was mit Visum zu tun hat, erfolgt über eine Giver-Aktivität. Unser Departement hat sich dann entschieden, die Fabasoft eGov-Suite zu verwenden. Der Zeitplan war, wie gesagt, auch bekannt. Also bis Ende 2011 mussten wir in der Lage sein, mit den anderen Departementen und Ämtern in elektronischer Form zusammenzuarbeiten. Auf Bundesebene wurde ein Verfahren definiert für die Arbeit mit GEWE. Natürlich haben wir uns auch das angeschaut. Und Sie sehen, es beinhaltet hier eigentlich keine Prozesse. Es ist wie ein Abbild, wie heute die Papierwelt oder wie damals die Papierwelt war, wie das in elektronischer Form aussehen könnte. Uns haben da die Prozesse gefehlt und wir haben uns das genauer angeschaut und klar, ein Ordnungssystem oder ein Ablagesystem ist relevant, damit man eine Struktur hat in der Ablage. Aber de facto ist es für die Mitarbeitenden nicht der Fokus in ihrer täglichen Arbeit, wo die Dokumente abgelegt sind. Sie müssen einfach auffindbar sein. Auch der Geschäftseingang ist nicht zu unterschätzen, natürlich. Die Geschäfte sollten möglichst schon in elektronischer Form eintreffen. Als wir damals eingeführt haben, haben wir einen halben Tag Posteingang gescannt. Heute ist es eine halbe Stunde. Sie sehen, da kann man viel optimieren. Für die Mitarbeitenden im Haus auch eher nicht so relevant in ihrer täglichen Arbeit. Ich überspringe hier die Geschäftsbearbeitung und gehe zu Geschäftsabschluss. Auch das war nicht unser Fokus. Wenn Sie nämlich mit Prozessen arbeiten, ist der Geschäftsabschluss dort automatisch schon integriert und Sie müssen sich eigentlich nicht mehr groß darum kümmern, weil über den Prozess sichergestellt ist, dass alles, was zur Nachvollziehbarkeit des Geschäfts gehört, auch darin abgelegt ist. Aussonderung, Archivierung, Aufbewahrung, Vernichtung, alles auch wichtige Themen natürlich im Sicht von Compliance, aber auch unsere Mitarbeitenden sollen da in der täglichen Arbeit so wenig als möglich beeinflusst werden. Also das System sollte das übernehmen. Wir haben also unseren Hauptfokus auf die Geschäftsbearbeitung gelegt. Wie sind wir konkret vorgegangen? Der wichtigste Erfolgsfaktor war die Managementunterstützung, also noch bevor ich hier auf diese Themen eingehe. Wir haben beim Direktor eine Art Commitment abgeholt, wie weit er gehen will mit diesem Projekt und diesem Giver-System und dass er das Team im Projekt, wo nötig, auch unterstützen wird. Das Projektteam hat sich dann zusammengesetzt aus Vertretern von allen Schlüsselfunktionen, also es waren Sekretariatsmitarbeitende, Sachbearbeitende, die Hierarchie war vertreten, es gab eine Direktionsvertretung und alle diese Personen haben das gleiche Mitsprache- oder Stimmrecht in diesem Team gehabt. So wenn aus dem Bereich der Sachbearbeitenden ein Veto kam, hat das gleich viel Gewicht, wie wenn die Projektleitung oder die Direktionsvertretung einen Vorbehalt hatte zu einem Vorschlag. Ebenfalls ist die Entscheidkompetenz dem Team übergeben worden. Also das Projektteam hat entschieden. Das war sehr wichtig in der Einführungsphase, gerade wenn man schnell reagieren muss und allenfalls Prozesse anpassen muss, kann dieser Zeitfaktor entscheidend sein, um auch die Akzeptanz im Amt herzustellen. Also wenn es irgendwo einen Showstopper gibt, dass man nicht zuerst noch
einen Antrag revidieren muss oder den Direktor erwischen muss und Bürokratie pflegen, sondern das Team selber hat entscheiden dürfen, wie das Amt in Zukunft eigentlich arbeiten wird. Wir haben eine Big Bang-Einführung gemacht, das heißt, wir haben alle Geschäfte gleichzeitig eingeführt, aber wir haben unsere verschiedenen Einheiten, wir nennen das Fachbereich, gestaffelt, wochenweise gestaffelt, umgestellt auf Giver. So haben wir den Support vor Ort direkt sicherstellen können und hatten eine kleinere Menge an Personen, die wir zum Teil auch 1:1 betreut haben. Ein wichtiger Faktor ist die Vereinfachung der Prozesse. Also Sie dürfen nicht in die Versuchung kommen, 1:1 die aktuellen Prozesse zu übertragen in ein Giver-System. Also die BPMN-Dokumentation eines Amtsprozesses entspricht nicht einem Giver-Prozess, wie er dann gelebt wird. Und dementsprechend auch in den Standardprozessen nur Muss-Schritte abbilden, keine Kann-Schritte, weil irgendeine zur Kenntnisnahme kann man auch auf einem anderen Weg mitteilen, als damit einen Prozess schwerfällig und unübersichtlich zu machen. Jetzt möchten Sie sicher gerne sehen, wie das dann effektiv im System aussieht. Ich habe da einen kurzen Einblick vorbereitet. Sie sehen hier unser Ordnungssystem mit einer Unterlage. Ich erzeuge jetzt darauf mal so einen Auftrag, dass Sie das sehen können, wie das funktioniert. Hier sehen Sie Auftragsvorlagen. Das sind vorbereitete Vorlagen, die Dokumente beinhalten, aber auch Prozesse, die dahinter angehängt sind. Wir haben sehr viele dieser Auftragsvorlagen. Wir verwenden die sehr häufig. Ich werde dann zeigen, wie das aussieht, wenn man so eine Auftragsvorlage benutzt. Ich werde jetzt aber mal einen Auftrag erzeugen ohne vordefinierte Vorlagen und Prozesse, dass Sie das miterleben. Hier öffnet sich jetzt diese Auftragsvorlage. Hier könnte ich noch Arbeitsanweisungen hinterlegen. Und jetzt kann ich entscheiden, nehme ich jetzt einen Standardprozess oder füge ich eine Aktivität ein. Das ist jetzt die Gesamtübersicht aller unserer Prozesse. Es gibt also keine zweite Seite, es ist sehr überschaubar. Und hier im unteren Teil sehen Sie auch Prozessbausteine. Das sind keine eigenen Standardprozesse, sondern es sind Teile von Standardprozessen, die unsere Leute im Ablauf flexibel einbauen können. Also wenn Sie jetzt merken, dass ein Prozess doch noch durch die Direktion geprüft werden sollte, dann können Sie diesen Prozessbaustein Direktion noch einbauen im Standardprozess und müssen das nicht von Hand Aktivität um Aktivität tun. Das ist der meistverwendete Prozess, dieser Standard-Departementsgeschäfte. Sie sehen, er ist sehr überschaubar, nicht breit, geht ein bisschen in die Länge. Alles, was auf der rechten Seite ist, ist schon vorbereitet, da muss man nichts tun und nur diese vier Aktivitäten hier vorne müssen effektiv ausgefüllt werden bei der Prozesserstellung. Ich werde das jetzt abbrechen. Und ich zeige Ihnen jetzt noch, wie man so eine Auftragsvorlage verwenden kann. Ich wieder zurück auf Auftrag erzeugen. Sie sehen, wir haben insgesamt 96 dieser Auftragssubdossier-Vorlagen und das liegt daran, dass wir viele Geschäfte haben, die unterschiedliche Vorlagen benötigen. Und der Vorteil daran ist, dass unsere Mitarbeiter so sehr viel Zeit sparen können, wenn sie die Geschäfte bearbeiten, weil sie nicht jedes Mal noch Dokumente erzeugen müssen oder die korrekten Dokumentvorlagen auswählen. Ich erzeuge jetzt hier mal einen IT-Vertrag. Es kann jetzt einen Moment dauern, weil es die Vorlagen laden muss. So sieht er aus. Hier unten sieht man, der richtige Prozess ist schon hinterlegt. Und sonst kann ich jetzt frei entscheiden, was ich da noch ausfüllen will. Sicher möchte ich da mal noch einen richtigen Titel vergeben, damit ich das Geschäft dann auch erkenne, wenn es unterwegs ist. Und jetzt werde ich sehen, dass der Prozess hier schon hinterlegt ist. Es ist ein spezieller Prozess mit Bedingungen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man Prozesse bauen kann. Hier schaut es im ersten Rundgang, welche Vorlage wurde da als Basis verwendet. Und je nachdem nimmt es hier die obere oder die untere Abzweigung. Es passiert automatisch durch das System. Und die zweite Bedingung, die dieser IT-Vertragsprozess eingebaut hat, ist, ein Schwellenwert, da gibt es eine Vorgabe, ab 100.000 Franken braucht es andere Personen, die unterschreiben oder eine Doppelunterschrift und das kann man so auch schon in diesem Prozess hinterlegen. Und hier hinten sieht man dann die zweite Abzweigung, IT-Vertrag über oder unter 100.000. Je nachdem nimmt es den anderen Weg.
Wir hinterlegen bei unseren Aktivitäten immer möglichst Rollen, also nicht namentliche Personen, das gibt es manchmal auch, wir sehen das da, aber normalerweise schauen wir, dass da eine Rolle hinterlegt ist, dass wenn wir Personalwechsel haben, wir nicht alle Prozesse immer wieder anpassen müssen. Ich werde jetzt mich hier einfügen zuvorderst, dass dieser Prozess dann bei mir stoppt und nicht auf den Weg geht. Das ist sehr einfach abgefüllt. Das ist also das Einzige, was die Mitarbeitenden bei der Auftragserstellung machen. Und ich werde jetzt mal dieses Auftragssubdossier befüllen. Und jetzt hat es mir hier den Ordner gemacht zu diesem IT-Vertrag mit Firma XY und die entsprechenden Dokumente jetzt hier schon erzeugt. Und ich kann jetzt flexibel entscheiden, was ich davon verwenden will. Dieser Nachtrag beispielsweise ist natürlich nicht notwendig bei einem Initialvertrag. Dann kann ich diese Dokumentvorlage einfach rauslöschen. Aber alles andere wie AGBs oder Ähnliches, dass da als Beilage dabei sein muss, ist schon hinterlegt. Als zweites habe ich Ihnen noch ein Beispiel, wie wir die Geschäftskontrolle machen. Das machen wir über Suchordner. Suchordner kann man erstellen über alles, was man irgendwo im System abgefüllt hat. Und auch hier sind Prozesse ein wichtiger Enabler, denn über die Prozesse ist sichergestellt, dass bestimmte Dokumente korrekt beschriftet sind oder bestimmte Metadaten ausgefüllt sind. Sie sehen, ich habe hier sehr viele Suchordner. Das sind nur die, die ich immer wieder brauche. Es gibt noch viele mehr. Und die werden auch teilweise von Mitarbeitern speziell bestellt. Beispielsweise hier, welche Aufträge sind offen in meinem Direktionsbereich oder in meinem Fachbereich. Die sind generisch, also das System schaut, aus welcher Person ich eingeloggt bin. Hier ist ein Beispiel für einen Suchordner, der zugriffsgeschützt ist. Also wenn ich den suchen will als normaler Mitarbeiter, kann ich das nicht sehen oder auch die Zugriffsrechte grundsätzlich funktionieren. Also ich sehe nur das im Suchordner als Resultat, das ich auch effektiv im System anzeigen darf. Ich habe hier mal einen solchen Suchordner vorbereitet mit Beispieldaten, jetzt hier im Sinn von Dossieraufträgen. Ich kann direkt von hier aus jetzt auf diese Inhalte zugreifen, wenn ich will. Ich kann sehen, was da jetzt alles im Bereich Dossieraufträge gelaufen ist in den letzten Wochen oder Tagen, je nachdem, wie es definiert ist. Ich kann darin auch filtern, gruppieren, sortieren, suchen, wie ich will. Das ist sehr flexibel und ich kann auch zusätzliche Spalten einblenden, wie beispielsweise die Ordnungsposition, wenn ich wissen will, wo sind jetzt diese Dossiers genau erstellt worden. Und das kann jeder Mitarbeiter spezifisch für sich machen und das dann auch als Standardansicht abspeichern in diesem Suchordner. Und auch die fälligen Termine führen wir über das Gather-System. Wir hinterlegen diese termingebundenen Geschäfte auch im System und unsere Mitarbeiter möchten immer wissen, was war gestern fällig, was ist heute und morgen fällig, damit sie sich optimal organisieren können. Und Sie sehen, da muss man manchmal ein bisschen kreativ sein. Und am Wochenende, Samstag, Sonntag ist natürlich sind keine Termine fällig und da haben wir dann entsprechend einen Suchordner auch angelegt für Montag und Freitag, die dann speziell ausgelöst werden können. Für uns hat sich also gezeigt, ohne Prozesse kann Gather nicht funktionieren. Und das ist eigentlich auch das, was wir immer wieder empfehlen, dass man über die Prozesse den Zugang sucht zu einem Gather-System und nicht über eine Ablage, weil dafür ist es einfach viel zu teuer. Das war eigentlich der Input von meiner Seite. Ich würde gerne das Wort übergeben an Clemens Berger. Liebe Webinargäste, Miela Scheer hat Ihnen am Beispiel vom Bundesamt für Justiz die Digitalisierung und Prozessgestaltung und den Einsatz unserer Technologie erläutert. Wie kann Fabasoft auch Sie auf Ihrem Weg in die digitale Zukunft unterstützen? Digital Transformation heißt ja erst einmal Innovation und Kundenzentriertheit. Unser Beraterteam orientiert sich am Design Thinking Ansatz und fördert so zusammen mit seinen Kunden in interdisziplinären Teams die kompromisslose, kundenzentrierte Kreativität bei der Lösungsfindung.
Als führender europäischer Softwarehersteller und Serviceanbieter mit Schweizer Gesellschaft in Bern helfen wir unseren Kunden, auf Basis unserer Spitzentechnologien einen raschen Return on Invest zu erzielen. Business Value in Rekordzeit dank konfigurier- und parametrisierbaren Branchenstandardlösungen und Ready-to-Use-Apps in der Fabasoft Cloud. Sowie mit einer hocheffizienten und flexiblen Entwicklungsumgebung für individuelle Unternehmenslösungen. Unsere Serviceorganisation stellt bei Bedarf einen Rundum-Service für den Betrieb der Lösung sicher. Vom Support über die Betriebsführung bis zum Fully Managed Komplettpaket mit klar definierten Service Levels. Was unterscheidet jetzt unser Angebot von vielen Mitbewerbern? Hauptsächlich sind es die raschen Innovationszyklen mit einem zeitnahen Return on Invest für unsere Kunden. Auf Basis unserer stabilen, performanten und hochgradig skalierbaren Entwicklungs- und Content-Plattformen stellen wir unseren Kunden eine Vielzahl bereits fertiger Lösungen zur Verfügung. Auf der Folie ist das im unteren Teil eigentlich dargestellt. Die Entwicklungs- und Content-Plattform. Unsere Cloud-Apps, das sind fixfertige Lösungen, zum Beispiel für das Produktmanagement, für das Kontaktmanagement, Vertragsmanagement, für die Collaboration, Verwaltungsratskommunikation, für die digitale Personalakte und last but not least natürlich für das Prozessmanagement hier mit diesem Symbol dargestellt. Branchenlösungen können durch Konfiguration und Parametrisierung zeitnah in Betrieb genommen werden. Das ist diese Schiene hier dargestellt mit den Branchensymbolen. Individuelle Unternehmenslösungen liefern vielfältigen, passgenauen geschäftlichen Mehrwert und können auf Basis unserer Technologien innerhalb wenigen Wochen umgesetzt werden. Beispiele von Kunden sind hier dargestellt. Unsere Produkte und Lösungen sind zertifiziert nach den höchsten internationalen Standards. Im Gartner Magic Quadrant für Content Service Plattformen ist Fabasoft als Niche Player positioniert. Oder unser Produkt Mindbreeze Inspire ist im Gartner Quadrant für Insight Engines als Leader höchstgereiht sogar in der Ability to Execute. Ein Referenzbeispiel für eine solche Lösung durften wir für den Georg Fischer Konzern umsetzen, das sogenannte Georg Fischer Lieferanten Extranet. Georg Fischer ist ein Global Player mit Sitz in der Schweiz. Als Lieferant von Rohrleitungssystemen, als Anbieter von Bearbeitungslösungen sowie als Hersteller für die Automobilindustrie ist Georg Fischer mit etwa 14.800 Mitarbeitern und mit 131 Gesellschaften in 33 Ländern tätig. Was waren nun die Herausforderungen bezüglich dem Lieferantenmanagement bei Georg Fischer? Normen, Vorlagen und Zeichnungen waren auf mehrere Systeme verteilt. Es war schwierig sicherzustellen, dass nur freigegebene Informationen an Lieferanten weitergegeben werden. Die Nachvollziehbarkeit war mangelhaft und es gab kein zentrales Archiv. Die Frage, die sich Georg Fischer nun gestellt hat, war, ja, sollen wir selber eine Lösung entwickeln oder können wir etwas auf dem Markt kaufen? Mit Fabasoft hat Georg Fischer einen Partner ausgewählt, dessen Plattform bereits alle notwendigen Features im Standard zur Verfügung stellt. Für das Georg Fischer Lieferanten Extranet konnten nämlich zwei Cloud-Apps herangezogen werden, welche zusammen die Anforderungen zu 100% abdecken. Es ist dies einerseits die Collaboration-App, hier mit diesem Symbol dargestellt, da ein Printscreen dazu, und natürlich das Prozessmanagement. Diese App stellt dann die Prozesse zur Verfügung in der Art, wie das ja auch Daniela Scher im Beispiel Bundesamt für Justiz gezeigt hat.
Die neue Georg Fischer Lieferanten-Extranet-Lösung von Fabasoft adressiert die vorgängig dargestellten Herausforderungen und regelt den gesamten Lifecycle der Dokumente rund um die Lieferantenprozesse. Normen, Vorlagen und Zeichnungen sind nun in einem zentralen System gespeichert. Alle berechtigten Personen über Standorte hinweg, Partner, Lieferanten extern haben nun Zugriff auf den aktuellsten Stand der Dokumente. Vorgegebene Standardprozesse stellen sicher, dass nur freigegebene Informationen an Lieferanten weitergegeben werden. Eine lückenlose Nachvollziehbarkeit ist nun sichergestellt und Georg Fischer verfügt mit der Lösung von Fabasoft auch jetzt über ein zentrales Archiv. Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen oder für zusätzliche Auskünfte persönlich zur Verfügung. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. In diesem Sinne gebe ich das Wort zurück an unsere Moderatorin Isabel. Ich bedanke mich bei Frau Scheer und bei Clemens Berger für die hochinteressanten Erklärungen und Präsentationen. Wir haben in der Zwischenzeit auch einige Fragen erhalten. Ich werde diese jetzt der Reihe nach stellen und beginne gleich mit der ersten, die sich an Clemens richtet. Wie vorhin mitgeteilt, bietet Fabasoft Schweiz Beratung an mit dem Design Thinking Ansatz. Ich finde das interessant. Die Frage ist daher, ist diese Beratung unabhängig oder sind die Ergebnisse ausschließlich mit Fabasoft Produkten umsetzbar? Ja, also die Methodologie des Design Thinkings unterscheidet sich vom herkömmlichen Ansatz gerade auch in Bezug auf den Zeitpunkt, wo ein Informatiktool dann wirklich zum Einsatz kommt, nämlich bedeutend später. Zur Erläuterung kann ich Ihnen gerne eine schematische Darstellung zeigen. Kannst du mir den Bildschirm nochmal geben? Ich sollte jetzt in Arbeit. Ja, ist schon da. Sehr gut, danke schön. Also wie diese Grafik hier zeigt, beginnt der Tool-Einsatz, also das tatsächliche Entwickeln der Lösung erst, nachdem die Problematik vom Team wirklich verstanden ist. Es sind hier also eigentlich zwei Projektphasen vorgeschaltet gegenüber der herkömmlichen Wasserfallmethode. Das Tool kommt also hier nach dem Definieren erst in der Entwicklungs- oder Lieferungsimplementierungsphase zur Anwendung. Die vorgelagerten zusätzlichen Phasen des Verständnisschaffens verlängern beim Design Thinking zwar entsprechend die Definitionsphase, dafür werden bei der Umsetzung der Entwicklung der Lösung dann Core, Ziel, Klarheit, Zeit und Ressourcen gespart. Die Methode ist also im ersten Teil bis zur ersten Iteration bei der Problemdefinition grundsätzlich unabhängig von Informatikprodukten. Mit dem Fabasoft-Beraterteam sind jedoch die Möglichkeiten, welche mit Fabasoft-Technologien rasch umsetzbar sind, bekannt und im Beratungsansatz natürlich mit enthalten. Die Entscheidung, mit welchen Produkten Informatiktools die Umsetzung erfolgen soll, findet also zwar erst in der Grafik Mitte statt, aber sie werden auf Basis unserer umfangreichen Standardfunktionalitäten auch in der zweiten Phase bei der Entwicklung, beziehungsweise bei der Implementierung der Lösung hohe Effizienzgewinne erzielen können. Mit den Fabasoft-Produkten erreichen unsere Kunden einen raschen Return on Invest durch zeitnahe Produktivsetzung von Business Value. Also als Fazit auf Ihre Frage, die Antwort ist also quasi ein Jein. Die Design Thinking Beratung von Fabasoft ist nicht wirklich produktneutral. Wir verstehen dies jedoch als klaren Vorteil, dass sie mit Fabasoft über den ganzen Zyklus bedeutende Ersparnisse an Zeit und Ressourcen erzielen werden. Zurück an Lisa. Danke vielmals, Clemens. Unsere zweite Frage geht diesmal an Frau Scheer. Und zwar lautet die Umstellung von Papierdossiers auf elektronische Dossiers und Prozesse ist ja kein großer Change. Haben Sie dafür konkrete Maßnahmen getroffen? Also es ist ein großer Change, von Papier auf elektronische Dossiers zu wechseln. Und ja, wir haben verschiedene Maßnahmen getroffen. Einerseits beispielsweise den Support vor Ort zu haben,
Die Einführung von einem Gebersystem ist 70% Organisation und nur 30% Technik. Das darf man nie vergessen. Also je mehr Geschäfts-Know-how vorhanden ist, auch im Support, desto besser können Sie auch Ihre Leute unterstützen. Und das etwas anderes, was wir gemacht haben, wir haben sogenannte Fragestunden initiiert. Das waren Open-Door-Termine, beispielsweise donnerstags von 11 bis 12. Und da haben wir uns 20 Minuten auf ein bestimmtes Thema vorbereitet, wie beispielsweise, wie kann ich effizient suchen im System oder welches ist die richtige Auftragsdossiervorlage oder wie soll ich konkret Mails ablegen. Und die restliche Zeit dieser Fragestunden haben wir dann einfach für Fragen aller Art reserviert und die waren immer sehr gut besucht. Und ich hatte noch einen Geheimtrick auf Lager, wenn ich da im Support manchmal auch verzweifelte Gesichter angetroffen habe, dann hilft Schokolade natürlich immer. Das darf man nie vergessen. Schokolade hilft durch viele Tiefs. Da bin ich voll Ihrer Meinung. Von mir wären wahrscheinlich ganz viele Tickets gekommen, damit ich möglichst viele Schweizer Schokolade bekommen hätte. Ich bedanke mich bei Frau Scheer und bei Clemens Berger für die Antworten auf die Fragen. Unsere Zeit neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Was bleibt mir noch übrig zu tun? Wir erhalten in den nächsten Tagen die Webinaraufzeichnung per E-Mail zugeschickt. Ich möchte noch auf unser nächstes Webinar am 27. Februar 2019 hinweisen. Da wird sich alles um Tipps und Tricks für die Fibersoft Cloud selbst drehen, also Zusammenarbeit und Datensicherheit in der Fibersoft Cloud. Hoffe natürlich, Sie dort wieder begrüßen zu dürfen und bedanke mich jetzt im Namen von Fibersoft für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage auf Wiedersehen.